auf select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Lars, ihr habt das Spiel heute gedreht. Wie habt ihr es geschafft? Also auf jeden Fall erstmal Kompliment an die Mannschaft. Wir haben eine überragende zweite Halbzeit gespielt. Die erste Halbzeit war für uns schwierig. Sind schwer ins Spiel reingekommen. Da hat es Kirchfeld auch gut gemacht. Ist auch durch einen Fehler in Führung gegangen. Aber letztendlich haben wir verdient das Spiel gewonnen, weil die Leistung in der zweiten Halbzeit war einfach überragend von uns. Ja, kannst du mehr dazu sagen, was ihr in der zweiten Halbzeit dann gemacht habt, um das Spiel noch zu drehen und zu gewinnen? Gut, wir haben natürlich alles reingehängt. Der Trainer war unzufrieden, sind auch ein paar harte Worte in der Halbzeit gefallen und haben dann einfach uns an der Ehre gepackt und haben das Spiel dann gedreht. Und nochmal Kompliment an die Mannschaft, echt überragend. Du hast mit zwei Toren heute zum Sieg beigetragen. Kannst du ein paar Worte dazu sagen, wie du die Tore gemacht hast? Gut, das 2-1 war überragend vorbereitet vom Devin Zilidak. Er hat sich außen gut durchgesetzt. Und dann instinktiv als Stürmer bin ich halt in der Mitte geblieben. Der Ball kam durch und habe dann einfach den Ball reingemacht. Und 3-1 ist natürlich eine Einzelaktion durch den Devin Zilidak wieder, der einen Elfmeter rausgeholt hat. Und ja, Elfmeter ist immer 50-50. Heute ist er reingegangen und super deswegen. Seid ihr jetzt Spitzenreiter? Ja. Wie geht's euch damit und was habt ihr euch noch vorgenommen? Geht uns natürlich gut damit. Ist immer super, an der Tabellenspitze zu stehen. Ist ein gutes Gefühl. Da geht man die nächste Woche ein bisschen lockerer an und auch mit viel Spaß im Training. Und ja, die kommenden Spiele lassen wir einfach auf uns zukommen. Man hat gesehen, gegen Wettersbach haben wir mal einen schlechten Tag erwischt. Da haben wir dann 3-1 verloren und in der Liga, denke ich, kann jeder jeden schlagen. Und da kommt es dann auch ab und zu mal auf die Tagesform an. Und ja, deswegen so lange wie möglich oben mitspielen und dann schauen wir mal, was drin ist. Lars, vielen Dank fürs Interview und viel Erfolg. Danke. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.